Es ist die anhaltende Diskussion über die weitere Ansiedlung von Geschäftsflächen an der Peripherie, die schon seit Jahren andauert. Durch dies ist unsere Initiative entstanden. Wir haben mit allen innerstadtbezogenen Menschen gesprochen und haben uns da zusammengefunden und diese Initiative gegründet. Es wird einen Postwurf geben, der in den nächsten Tagen an alle Haushalte in Dormen gehen sollte. Der nächste große Schritt ist der Städteplaner Reinhard Zeiss, der am 24. Oktober im Kulturhaus in Dornbirn einen Vortrag über die Komplexität und Voraussetzungen für eine lebendige Stadt halten wird. Ja, die Ziele sind, dass wir endlich seitens der Politik eindeutige, klare und bedingungslose Rahmenbedingungen im Sinne des Raumplanungsgesetzes geschaffen werden und diese auch eingehalten werden, ohne Sonderausnahmen, ohne Sondergenehmigungen. Ja, wichtig ist natürlich schon, dass man im Zentrum immer weitermacht. Die Fußgängerzonenerweiterung ist sicher eine gute Sache. Das sehen wir sehr positiv. Allerdings ist es durch die, wie gesagt, durch die ständige Diskussion um die Erweiterung am Stadtrand schwierig, neue Mieter zu lukrieren, weil alle im Moment am Abwarten sind, was dort passiert. Eins, zwei, Porzellan!